dieses Halbsprechwesen, diese Doppelzwie-Undeutlichkeitswesen, die in dem Dazwischenleben zwischen der gespaltenen Pseudobewusstseinsrealität und dem Realen. Es gibt den Moment, in dem man sich selbst genügt, indem man alles Denken, Empfinden und Handeln abstellt, die Augen schließt und damit jene Spaltung des Realen in die Wirklichkeit, diese Aufspaltung des Realen in die Wirklichkeit einstellt und selbst Teil dieser Wirklichkeit wird, die aus sich selbst, aus dem inneren Euch herunter, sich selbst genügt, selbst zur Welt wird, zur Schöpferin der Welt, Teil der Welt zugleich und Schöpferin der Welt, einer ungespaltenen Welt, in dem ich ungetrennt bin von allem und alles aus mir und alles in mich. Es benötigt nicht mal eines Michs oder eines Denkens dazu. Das sind dann die Momente, in denen die Stille eintritt, in denen es genügt, unnütz zu sein, keines Ziel, keiner Bedeutsamkeit, keines Sinns benötigt und die Existenz wieder als solche sich einstellt, die sich selber genügt und keinerlei Ziel und Zweck benötigt. Das ist auch der Grund, warum es diese Unberührbarkeit des jeweiligen Körpers des anderen gibt, da jeder für sich eingeschlossen, abgeschlossen, die eigene Welt ist, die nur gelegentlich an anderen Schweifplaneten, Kometen oder Sternen vorüber schweift, entweder mit einem Lächeln über das Wissen, dass der je andere auch in sich abgeschlossen ist, oder mit jenem Lächeln, von dem Pessoa spricht, von dem man nicht weiß, ob es dieses wissende Lächeln in sich selber ist, jener Frau mit dem Ochsen.